Hallo und willkommen zurück zu Ark Survival Evolved zusammen mit dem Corti LP und ich. Hallöchen. Hallo, und ich wette, dass er da unten am Strand Ja, ist. ich sitze bei unserem Flugsaurier hier noch. Richtig, letzte Folge haben wir einen Flugsaurier runtergeholt oder der war schon unten. Oh, was hast du denn hier gebaut? Ein Amboss? Ich habe gar nichts gebaut. Ich hab gar nichts gebaut. Oder gehört das zu dem Smithy dazu, der Amboss Der, ja, der daneben? gehört dazu, der gehört Ach, dazu. lol, habe ich noch gar nicht gesehen. So, wir hatten noch hier So. irgendwo Fleisch Das drin. hier sieht gut aus. Das Taming bei denen dauert nur ewig. Ernsthaft? Und jetzt überleg dir mal, wie das auf Normalserver wäre. Oh, ja, geil. Brauchst du Hilfe? Alles okay? Wo bist du? Was tust du? Ja, ich ruhe mich mal gerade aus. Was ist denn jetzt passiert? Habe ich nicht aufgepasst? Habe Hunger oder irgendwie bekommen? Ach so. Oh, nee, oder? Das habe ich jetzt gerade gar nicht gepeilt, was da passiert ist. Komm, steh auf, Junge. Habt ihr nicht so. So. Das Einzige, was mir gerade Sorgen macht, warte, ich gebe dem nochmal eine Narco-Berry. Hatte ich denn Wir jetzt brauchen alles? auf jeden Fall noch Narco-Berries. Narco-Berries. Das sinkt bei dem nämlich ziemlich schnell. Ich komme. Aber die kannst du ja da unten in der Ja, Zeit selber schon sammeln. ich hab ja sogar noch ein paar, aber ich wollte da zwischendrin noch mal was anderes tamen. Ich halt auch noch mal ein paar Ach, sammeln. da. Ah, so weit unten war das. Ich habe aber jetzt auch keinen Parasaurus mehr gesehen, das ist das Allerschlimmste, sonst hätte ich mir da noch eingejagt. So, man muss dazu sagen, wir haben nach der Folge noch rausgefunden, den Sattel für diesen lieben Flugsaurier kriegen wir erst mit Level 35 und ich bin 29. 35, na gut, ist jetzt nicht so lange hin, aber Naja, wir können ja erstmal vor der Hütte parken, ne? genau. So, ah, noch 6 Narco-Berries hätte ich. Und jetzt. Willst du mir jetzt sagen, ich besitze hier in diesem. Echt jetzt? Bitte? Warum? Von wem? Was? Baum? Vom Baum? Das geht? Warum willst du mal lachen? Ich hab im Baum festgesteckt, ne? Dann habe ich mir gedacht, ach, okay, bist du in den Baum geglitscht? Nimmst, fällst den Baum. Während der Baum umfällt, sterb ich. So, ich spawne im Bett, ich gucke unter mich und das Bett ist noch da. Finde ich gut. Ja, Nicht so weit. Torpor sind krass, ne? Was Ich bedeutet das eigentlich? baller den mal hoch. Ja, ist das nicht der Wert, wo der dann aufwacht, ne? Und wenn der aufwacht, dann hast du das Taming, glaube ich, verloren. Ja, dafür ist ja der Unconscious-Balken. Solange der oben ist, ist er ohnmächtig. So, hallo. Und Corti ist wieder nackt. Gleich nicht mehr. Irgendwie läuft er gerne nackig rum hier in der Wildnis. Sei doch still. Take all. Ach so, ich bin voll. Kann ich Deswegen mich trinkt er jetzt. nichts. Kann ich jetzt eigentlich meine Leiche? Gibt der auch Hide oder so ein Scheiß? Das ist eine gute Frage. Und die werde ich dir jetzt beantworten. Naja, Raw Meat. Raw Yay. Meat. Ich esse mich selber. Klingt verkehrt. So. Na hier, die Bäume, die wackeln aber jetzt ganz schön. Fällt mir gerade mal auf bei dem kleinen Unwetter hier. Weil, aber es ist schön sonnig immerhin, ne? Es regnet zwar, aber es ist sonnig. Und ich sehe auch keine Wolken. Wo regnet es da eigentlich? Es regnet aus der Sonne. Was? Ja. Guck mal, keine Wolken am Himmel. Ich habe die zwar auch ausgeschalten, die Stimmt. Wolken, aber es dürfte ja dann nicht Ich. sonnig sein. Warte, Theoretisch. nur mal kurz zum Testen. Sky Quality setzen wir mal ganz kurz hoch. Ja, doch. Es ist, wenn du es hochdrehst, sieht das Ganze wieder anders aus. Ja gut, dann muss ich es jetzt auch mal eben zeigen. Komisch, wenn ich die Sky Quality hochdrehe. Okay, das lasse ich. Ich lasse es so.
Macht nicht viel mit den Frames. Ey, Taming ist halb voll. Bei mir passiert aber gar nichts. Nur die Sky Quality oder warte mal, ich ja. hab, da gibt's noch einen Wert, oder? Du bist nur die Sky Quality hochgedreht und auf einmal siehst du dunkle Wolken über dir. Auf einmal sieht's insgesamt so wie Scheißwetter aus. Nee, bei mir nicht, also irgendeinen Wert, ich finde bloß nicht. Ich finde das Menü von Arc irgendwie ist noch ein bisschen schwierig. Auch wenn du die Tastenbelegung ändern willst, suchst du dich immer blöd. Sei denn, du machst das täglich, ne? Aber für einmal die Woche Aufnahme jetzt hier so bei uns, guckst du jedes Mal aufs Neue. Mal ganz kurz was gucken. Der Motion Blur ist zwar schön, das macht das ganze Spiel noch viel schöner. Nur, ich merke gerade, der geht übelst an die FPS. Ja, Motion Blur haben sie doch auch selber gesagt, das sollte man noch nicht unbedingt nutzen. Gut, das ist auch schon wieder eine Weile her jetzt, aber... Es sieht halt schon fett aus damit. Das macht das Ganze auch realistischer und nicht so anstrengend für die Augen. Find ich. Es gibt Spiele, da ist der Motion Blur wirklich kurzerhand gesagt scheiße. Aber hier finde ich ihn gut. Ich kann ja gleich mal testen, was der bei mir bewirkt. Hide, ja, behalte ich jetzt erstmal eben und hier kommen das vergammelt rein, so FPS habe ich jetzt von, ja, so 30, 38, 30, 39 in der Dreher. Ich laufe gerade auf 33. Motion Blur. Ja, 35, je nachdem. Nur man muss auch dazu sagen, bei mir ist halt eine Mischung aus High und Epic, ne? Aber ich sehe kein Parasaurus, verdammt. Nee, ich auch nicht. Aber Motion Blur ändert jetzt hier auch nicht so viel. Komm, mach das einfach alles wieder zurück. Sky Quality, die kann ich ja jetzt anlassen. Oder ich muss erst irgendwie neu starten, damit das bei mir sichtbar wird. Keine Ahnung. Manche Dinger brauchen Neustart. Aber die Sky Quality jetzt nicht. Ich guck einfach mal hier oben, wo wir das letzte Mal waren bei den Parasauren. Sagt man das so in der Mehrzahl? Parasauren? Fragst du mich das gerade wirklich? Parasaurusse? Ach, das klingt doch schon wieder verkehrt. Sollten wir das nächste Mal so ein Vieh nehmen, sollten wir echt mehr Narcoberries mitnehmen. Obwohl, es könnte lang. Ich glaube, ich habe einen gefunden, zwei sogar. Die sind aber auch schon wieder so weit weg und da oben rennen auch schon wieder andere Viecher mit rum. Dann machen wir erstmal den hier fertig, dann gehen wir wieder zusammen auf die Jagd, weil wir brauchen Hide. Und dann wollen wir uns ja immer noch ein Parasaurus mal tamen, dass wir mal durch die Gegend reiten können. Was ist denn das hier? Ah, ein Dilo. Und der hat mich vergiftet. Und da kommt sein Kollege an, verdammt. Boah, ist das eine scheiß Ansicht, ey? Wo bist du? Ach, da oben irgendwo. Alter, ey, hier ist aber auch eine Dilo-Invasion. Okay, jetzt habe ich gleich drei am Hals. Ich kann dir aber leider gerade nicht zur Hilfe eilen, ne? Weil erstens bin ich wahrscheinlich eh dann viel zu spät. Und zweitens haben wir hier unten unseren... Einen habe ich. Speer hast du aber, ne? Ja, ja. Komm schon. Boah, was hat denn der für ein Level? 31. Okay, ich hab's aber geschafft. Alter Schwede, wie kriegt man am besten Hide? Mit der Axt oder mit der Pickaxe? Hatchet. Also der kleinen Axt. Okay, 13. Der lebt sogar noch hier. Hast du Fleisch dabei? Tämmen wir. Ah, nee, die Viecher. Na klar leben die noch. Ich hab die ja nur betäubt. Ich hab ja nichts Besseres da. Also, eigentlich schon, aber ich wollte jetzt nicht in der Hektik, wo die angreifen, die Pfeile wechseln. Jetzt habe ich dummerweise auch die guten Narkosepfeile benutzt. Aber was soll's? Wo hatten wir denn diesen. Ah, hier war der Loot drin. Halt, habe ich 56.
Oh, meine Schuhe sind kaputt. Brauche ich ja direkt jetzt auch wieder Hide dafür. Oh. Kann man irgendwie Narcoberries anpflanzen? Ja, stimmt. Irgendwo kann man was anpflanzen. Nur wo? Ah, da müssen wir diesen Pflanzenpott bauen, ne? Genau. Und ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um zu wachsen. Ich habe so die Befürchtung, die brauchen voll lange, bis das ausgewachsen ist, das Zeug. Hm. Ja, aber ich habe mittlerweile 35 Stück. Wir sind bei ihm jetzt drin. Gib ihm noch mal 2. Boah, das wurde aber auch schon wieder eng. Ich gebe ihm noch mal 2 und gebe ihm noch mal 2 Fleisch. Halt, so. Ich hole auch noch ein paar Beeren. Ja, ich sammle hier rundherum auch noch mal weiter. Nicht, dass mir gleich wirklich die Narcoberries ausgehen. Aber guck mal, wenn wir dann noch so einen Flugsaurier finden, die sind ja eigentlich recht häufig hier. Hoffe ich, dass der dann auch noch häufig vorbeifliegt, die Kollegen von dem. Dann die siehst du eigentlich häufiger, die sind halt ohne Bogen nur wirklich schwer bis unmöglich zu tamen, ne? Ja. Also weil wirklich kämpfen. Kannst du einmal über die ganze Map fliegen? Genau, und dann kannst du dir wunderschön was aussuchen. Das ist vielleicht noch besser als unten lang zu laufen mit nur so einem Parasaurus, weil wenn T-Rex kommen, dann bist du Mode. Und es hätte auch den Vorteil, wir könnten von unserer Basis einfach mal in die Berge fliegen, uns dann Crystals und so einen Scheiß holen und wieder zurückfliegen, ne? Genau. Wobei es gibt ja auch jetzt so einen Greif, ne? So einen Adler, so einen Greif. Ja, von dem bin ich mal runtergefallen. Ja? Nette Leute, war bei netten Leuten auf dem Server. Der wollte mir mal die Karte zeigen, hat mich ein bisschen durch die Gegend geflogen, hatte falsche Knopf gedrückt, auf einmal bin ich aus 20 Metern Tiefe Höhe in die Tiefe gefallen, so rum. Ah, der hatte dich unten gegriffen. Mhm. Ja, gesagt, ja, hier komm, ich zeig dir mal die Karte. War ja auch ganz schön, und dann hat er falschen Knopf gedrückt. Das sollte dann natürlich nicht passieren, also. So, und jetzt habe ich ein Problem. Und wenn dann nur, wenn tiefes Wasser drunter ist. Ach ja. Nee, ich bin schön auf Land aufgeschlagen. Matsch. So, wo hab ich denn jetzt hier? Ja. Also langsam füllt sich das mit den Narcoberries hier. Ja, ich bin jetzt auch gerade mal richtig am Uploaden. So, wir hier haben zwar gesagt, ob wir in der nächsten Folge in Themen werden, sehen wir in der nächsten Folge. Leute, ich muss leider sagen, es wird vielleicht doch erst in der nächsten Folge was. Ja, leider. Aber hey, wir sind schon bei 3/4. Könnte was werden in der nächsten Folge. Ich sag schon mal, gehabt euch wohl und tschüss. Haut drin, bis dahin. Tschüss.